Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, heute Tiny Tina's Wonderlands, weil es gestern Far Cry gab. Der Streamplan hatte ich nämlich eigentlich andersrum. Und hi, Seomorph. Hatte schon gesehen, dass du im Chat bist. Über die Liste, in die man schon reingucken kann. Bin ich mega praktisch, das tue. Da weiß ich, wer im Chat ist, bevor sie überhaupt antworten. Beim letzten Mal habe ich hier nur Nebenquests gemacht. Das waren sogar recht lustige Nebenquests, wo wir einer, ich meine, es war so eine Trolldame mit einer Menschendame verkuppelt haben, obwohl wir eigentlich eine Menschendame mit einer Alchemistin hier eigentlich verkuppeln wollten. Aber es kam anders als erhofft. Aber es war ein sehr wunderschöner Anblick. Ich denke an unsere Abmachung. Wenn einer von uns beiden stirbt, macht der Überlebende einen Eintopf. Schluck. Das ist eine Vereinbarung, mit der kann ich leben. Sphärenenergie liegt schwer in der Luft. Ihr habt den Moder erreicht. Ich dachte, etwas namens Moder wäre. Ich weiß nicht. Modriger? Ihr seht überhaupt nicht modrig aus. Nur gearbeitet. Mehr habe ich nicht gemacht. Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Und Pilze wachsen aus ihren verrottenden Leichen. Jetzt ist es mega modrig. Zufrieden? Also damit bin ich zufrieden. Wir brauchen eine Moderwerbung. Also ich war heute viel später zu Hause, als ich normalerweise zu Hause bin. Naja, warum habe ich so... Moder, weit oben auf der Moderskala. Ganz schön modrig. Ich wollte gerade fragen, warum habe ich die Schussseiten so... Warum kann ich kein vollautomatisches Gewehr mal finden? Ne, mein kleiner Pilzgefährte Fungi. Wo liegt das Problem? Warum finde ich nie was Nützliches? Wie zum Beispiel das hier. Das sich nur verkaufen lässt. Ich halte Ausschau. Ich finde diese Würfel. Ich habe schon mindestens 100 übersehen, aber ich finde sie. Nee, kam noch nicht zu. Also, ich habe den gestern nicht gefunden und heute kam ich halt noch nicht zum Suchen, um das ein bisschen genauer anzusprechen. Ich bin manchmal zu doof für die Schlüssel bei Far Cry. Soll ich hier reinspringen? Hui! Nein, sollte ich nicht. Ich habe es ja nur mal getestet. Oh, der Anfang hat sich auch verändert. Okay, wo sollte ich denn jetzt eigentlich lang? Nee, googeln kann ich auch. Ich will die Dinger selber finden. Oder zumindest mit Hilfe vom Chat. Wie gesagt, googeln kann ich auch. Das muss nicht sein. Ist es nett gemeint, aber muss nicht. So, hinterm Haus. Oder da drin. Ich spüre es doch. Da ist was für mich drin. Ich spüre es. Wo ist mein Würfel? Ich will doch nur meinen Würfel haben. Oh, eine Schnellreisestation. Da habe ich eine neue. Und ich kann ja auch Sachen kaufen. Ist da irgendwas Sinnvolles in dem Shop? Ah, nix für mich. Diese Zauber finde ich immer gut. Aber im Allgemeinen sind die schlecht. Oh, was ist denn das für eine krasse Waffe da im Shop? Okay. Mal vergleichen. Nee. Ah, meine Waffe ist leider Gottes besser. Da soll ich lang? Also gucke ich mich erst um und hoffentlich finde ich einen Glückswürfel. Die haben immer so schöne Sachen bei sich.
Hallo, Spiel, gönn mir. Ich bin schon erkundungsfreudig. Mann, das Spiel gönnt nicht. Oh, was steht denn da? Ein tapferer Held braucht Mut, Ehre und eine mächtige Waffe. Hilf, Claptrap. Ach, der alte Kollege. Ich hab dich so vermisst seit Borderlands VR. Zur Lady vom See? Ich kenne eine Abkürzung. Ich muss eh in die Richtung. Aber Claptrap kann ruhig Klappe halten. Claptrap ist zwar ein nicer Charakter, aber muss nicht sein. Böser Pilz. Böse. Böser Pilz. Aua. Der Witz ist, ich kämpfe selber mit einem Pilz zusammen. Es war grausam von Ihnen, dich zu mir zu schicken. Alles in Ordnung. Ich wachse noch aus dem Boden. Das stört mich nicht, wenn du so komisch schreibst. Ich weiß ja, was du meinst. Pilzduft des Untergangs. Zu Tode gefurzt. Du weißt, wie man die Gegner vernichtet. Hä? Ich hörte nur einen Ticken. Ach stimmt, ja, meine Spezialfähigkeit. Vergesst das immer wieder aufs Neue. Oh. Ich habe diese Idioten in meinem Königreich satt. Ein Becher Cola in der Taverne ist doch kein Date. Doch, finde ich schon. Heirate der Position wegen, mein Vater. Was ist mit der Liebe, frage ich. Ich finde diese Nebengeschichten immer so wunderschön. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich habe bei Komm nicht her, B&B, einen Leuchtturm gemietet. Ich leg mich kurz hin. Uns Lymphen geht es furchtbar schlecht, weil dieser schreckliche Virus sein Unwesen treibt. Wir ein alter Lump, das ist bestimmt kein Schlumpf. Wenn das auch... Da soll ich einmal hin? Hier sind echt viele Nebenquesten, sehe ich. Hier muss ich einmal hin. Ich habe hier generell meinen Spaß. Komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau. Na, meine Pilze, ich habe was Wunderschönes für euch. Nämlich einen Wirbel. Du bist dran, Fungi. Genau, hub sie weg. Es muss einen angenehmeren Weg geben, meine Feinde zu töten. Hm? Hey, das ist doch der angenehmste Weg überhaupt. Einfach kaputt pupsen. Fungi weiß, was er tut. Volle Zauberkraft. Soll bestimmt eigentlich noch gar nicht lang, ne? Hallo. Ich fürchte, ich kann du siehst interessant aus. Begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lumphine und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Ich bin gerade auf die Katze gab's nur beim anderen Spiel. Dafür habe ich ein Bild. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Fremdling, ich muss mich an die Truppen wenden. Das sind sehr interessante Kreaturen. Die Mission, zu der wir uns aufmachen, ist eine große Gefahr. Dieser böse alte Griesgram von einem Zauberer hat unseren Mitlumpf entführt. Aber wir werden ihn befreien. Folgt mir, meine Lümpfe. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich teile keine Macht. Der Supergenerator kann lecker. Lecker Zeug. Und lecker Level Up. Was hätte ich gern, dass mich mein Pilz wiederbeleben kann. So, und mein Zauber soll ein bisschen weniger Abklingzeit brauchen. Werden wir nicht gefressen. Ich kriege alle Missionen in eine Folge wahrscheinlich gar nicht rein. Weini Lumpf ist da hinten.
Ah nee, so heißt der. Öderlumpf, Grinselumpf. Lumpfine war da vorne. Surflumpf. Du surfst doch gar nicht. Wo ist ein Surfbrett? Ich denke immer positiv. Positiv ist mein zweiter Name. In den meisten Fällen, ja, streame ich 2 Stunden. Es kommen manchmal Fälle vor, da streame ich länger. Das sind dann entweder Community-Streams oder Streams, wo ich mit anderen zusammen streame. Zynischer Lumpf. Ja, der ist wirklich zynisch. Warum hau ich eigentlich auf jedes Fass drauf, was mir entgegenkommt? Schillerlumpf, Eitlerlumpf, Tratschelumpf. Ja, das ist so hart eine Schlumpfanspielung. Manchmal ist es echt schwer. Du kriegst mich nicht. Ich bin der Pilzmann. Ich laufe durch den Wald so schnell wie ich kann. Oh. Zeug. Wunderschön. Blut. Ja, Blut. Ich hab's gerade im Chat gelesen nochmal. Blut ist immer schön. Da freut sich das Gamerherz. Wo kommt ihr denn her? Die waren vorher nicht da. Wie gut, dass ihr gegen Eis so schwach seid. Blut. Der Nektar für meine Seele. Das ist noch ein Würfel, ja! Eins haben wir. Auch wenn ich es eh noch hinter verkaufe. Laut der Quest soll ich, glaube ich, in eine andere Richtung, ne? Da soll ich eigentlich hin. Na gut, kann ich ja hier über den Rückweg machen, ne? Kann ich hier einfach zurück dahin? Passt doch. Was bist du denn für ein komischer Pilz? So ein Pilz ist der. Okay. Komm her. Ich glaube, ich kaputt. Aber du bloß nicht schießen kannst. Ich finde diese Wolken, die der macht, so toll. Das ist ein Spiel, das auf Borderlands basiert. Tiny Tina ist der Master dieses Spiels. Das Spiel ist auch noch eine Dungeons & Dragons dazu. Also so eine Dungeons & Dragons Borderlands Kombi. Und Tiny Tina hat einen Knall, deswegen ist das Spiel lustig. Das war ein Fass. Ich dachte, das wäre ein Pilz. Böser Pilz. Danke. Ich wollte eigentlich da lang. So, wo ist Gargamel? Nee, Lumpfmehl muss ich dann suchen, ne? Warte mal. Finde den alten Lumpf. Wo findet das eigentlich statt? Ich hatte die falsche Quest im Vordergrund. Egal, ich bin jetzt hier. Ich gönn mir. Ist sogar die richtige Entscheidung. Eine sehr komische, aber coole Kiste. Lecker. Noch ein Glückswürfel. Oh, der Glücksfaktor steigt. Wenn man Glückswürfel einsammelt, dann kriegt man besseren Loot. Das heißt, der Gamer ist dann noch glücklicher. Dann ist die Loot-Chance für seltenes Zeug höher. Ich entschuldige mich, dass meine Informationen immer so spärlich sind, wenn ich irgendwas erklären muss, aber ich bin schlecht im Erklären. Das gebe ich offen zu. Nie
dachte kurz, ich fliege runter. Wo kommt ihr schon wieder her? Und was ist das da für ein komisches Ding? Nein? Nein! Schnell, schnapp dir einen Seelenkopf bevor! So wunderschöner Loot. Ist das der alte Lumpf? Ja. Howdy-do. Du siehst aus wie jemand, der vor keinem... Hallo, Papa Lumpf. ...zurückschreckt. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpfigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Ja, von den Lumpfbären. Ich habe von Dingen gehört, die dich in den Wahnsinn treiben würden. Aber davon nicht. Sie waren mal unsere Artgenossen. Aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Alter Lumpf! Sie... Sie kommen! Wie aufs Lumpfwort. Du wirst es wohl gleich selbst sehen. Okay, die blauen Lymphe. Die blauen kommen! Ach, das ist der Gegner schon. Das sind so hart Schlümpfe. Ich finde das gut. Ich darf Schlümpfe prügeln. Ja. Mann, lass mich doch mal draufschlagen. Komm her, Schlumpf. Los, Pam. Ja. Ruhig ist Schlümpfe kloppen! Alter, wie die wegfliegen! Ich finde den Humor von dem Spiel göttlich. Flieg! Los! Hui! Da oben fliegt er! Voll die Fliegengewichte! Aus. Also weiter so. Ja, aber Pete, hups, die Schlümpfe alle weg. Ich kann nicht lumpfen. Wo ist denn unsere blaue Schlumpfine? Das ist echt lumpfig. Komm her. Ich komm ja schon, Papa Lumpf. Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauwut. Hirnilumpf hat an einem gearbeitet, bevor er von Gurgelrotz erwischt wurde. Wo wir gerade dabei sind, Lumpfine wollte den Schlauberger retten. Sie hätte sich... Da ist es ja, Lumpfine. Könntest du nachsehen, ob es meiner Frau Königin gut geht? Ich muss mich um die anderen Lymphe im Lager kümmern und sicherstellen, dass niemand gebissen wurde. Sei vorsichtig da draußen. Gurgelrotz ist ein gemeiner Kerl. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge auf YouTube heißen wird. Wenn das jemand hört, bin ich in Schwierigkeiten. Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Oh. Nö, es ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden... Vielleicht auch ein bisschen? Ich will auch ein bisschen Gurgelrotz-Tee. Ich war hier gerade eben offenbar schon richtig. Ich war nur zu früh hingegangen. Lumpfine, ich komme. Brosten, nur einen Befehl angeben, warte. Den kann ich auch eben eingeben. Da kommt der Link direkt hoch. Hallo, ich bin hier für Lumpfine. Du solltest die Lymphe fern. Königin werden. Was fasselst du da überhaupt? Verstehst du nicht? Ich habe dich erschaffen. Ich bin dein Vater. Das ist nicht wahr. Das ist verlumpt unmöglich. Das ist die wahre Geschichte hinter den Schlümpfen. Du weißt, dass es blau ist. Ja, ich meine, wahr. Mist. Ach, Ruhe.
Das ist eine wunderschöne Geschichte. Oh, noch mehr Schlümpfe zum Kloppen! Ja! Seine Seele, das ist wahre Liebe! Alter! Die Schlümpfe werden vergast! Ich weiß, wenn man es so ausspricht, das klingt absolut grausam, aber in dem Kontext ist es gut. Hui! Hallo! Ist hier ein Individuum oder ein Quartett in der Nähe? Ich könnte eine zeitnahe Rettung gebrauchen. Ja, wenn ich weiß, wo du bist. Hallo! Du hast meinen Dank. Na, schlaue Lumpf. Dumm, dumme kleine Lümpfe. Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf. Da wollte ich sowieso noch hin. Mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere wir finden ein Heilmittel, keine Sorge. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Aber gerne doch. Mir wäre es lieber, wir könnten sie retten, aber... Man muss das Beste nehmen, ne? Ja, sie nimmt ihre ursprüngliche Farbe wieder an. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings... Ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um zu gut die Worte, die er mir gegenüber ausspricht. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Komm schon. Auf deinen Hintern auf. Was bist du für ein komisches Ding? Schön, dass das Vieh auftaucht, bevor sie mich warnen. Und tot. Als ich sagte, dass du meine Feinde vernichten sollst, habe ich das nicht so gemeint. Hör mir zu. Böse. Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald endlich. Endlich willst du mich auch tot sehen. Ich dachte schon, du ignorierst mich komplett. Du verlumpfter Lumpfsack. Wo bin ich, die Lamellen? Irgendwo hier vorne. Wir Lymphe schnitzen. Muss nicht allem hochklettern. Diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. Die sehen sehr interessant aus. Du darfst das Ding bekämpfen. Los, mein Wungi. Warum sind die auf einmal so viele? Hilfe! Hallo? Lass mich einsammeln! Die platzen? Schön, dass ich jetzt auch mal war. Und die Fässer, die heben ab. Tschüss! Darf ich jetzt endlich die Lamellen einsammeln? Oh. Und 1, 2, 3. Ist Lumpfine jemals wieder frei? Das nee. Du mir büßen. Das werden wir ja sehen, alter Mann. Finde den Zehennagel eines Trolls. Hm. Da bin ich dabei. Nee, ein Kobold, das hatten wir letztes Mal verkuppelt. Ich erinnere mich jetzt endlich. Ich weiß, out of context. Ich hab das Ding nicht in meinem Gesicht gesprengt. Das habt ihr euch eingebildet. Los! Du
bist vielleicht kein Monster mit lauter Klauen und Reißzähnen, aber du bist trotz allem mein Jagdgefährte. Wo man von Kobolden spricht. Ihr seid die grünen Lymphe. Ihr seht den Lymphen zumindest sehr ähnlich. Will ich an der Stelle mal erwähnen. Hier ist auch nochmal eine Nebenquest, ne? Warum sind hier so viele Nebenquesten? Mögt ihr Metal? Blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wenn nicht. Also, da läuft so ein... Ich nehme einfach an. ...Wettbewerb im Wald, bei dem euer Talent gefragt sein könnte. Für den Metal. Ey, auch noch so eine Sache, da wäre ich gern dabei, ne? Das Spiel ist zu gut. Was? Ich wollte nicht. Halb Bade, halb Papa. 1000% explosiv. Es ist Tor! Ich habe einfach einen Charakter gefunden. Ja, er ist im Moment ein wenig abgelenkt. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit. Gleich. Ich habe noch eine andere Aufgabe. Die findet nochmal wo statt? Da vorne. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Der ganze Stream wird hier stattfinden, das sage ich euch. Böse. Warte mal, ich muss Waffe wechseln. Die Waffe brauche ich. Weil er hat Rüstung. Tschüss. Das hat super funktioniert. Wo ist meine Waffe? Die ich vorhin noch ausgerüstet habe. Ich finde sie wahrscheinlich nie wieder. Nee, im Ernst, welche war's? Warst du meine Waffe? Nee. Meine Knarre hatte SIP-Raketen. Jetzt darf ich erstmal meine Knarre suchen. Oder warte mal, welche habe ich überhaupt weggetan? Ja, die mit den Raketen. Verdammte Axt. Hey, wo ist sie? Da ist mein Scharfschützengewehr. Die finde ich nie wieder. Magie wurde soeben. Na gut, dann habe ich halt die Waffe jetzt. Die funktioniert genauso gut. Ja, stimmt, ich muss ja den Zehennagel mitnehmen. Ja, alles voll. Ich habe die notwendigen Zutaten erlangt. Großartig. Ich muss Zeug verkaufen. Warte, Karte. Wo muss ich dafür hin? Dahin. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und blubbern. Ja, sofort. Ich komme sofort zu eurem Kessel. Aber ich muss erstmal mein Inventar leeren, weil das ist viel zu voll. Wie komme ich an dich dran? Über den Pilzparcours? Da wäre ich dabei. Nein! Hat nicht geklappt. Aber das ist Kleppi. Ich suche die legendäre Lochzaubernarte. Sag mir alles, was du weißt. Ich renne einfach durch. Ihr existiert nicht. Tut mir leid, aber ich sage kein Wort, solange meine verdammten Kobold-Nachbarn nicht mit diesem Getrammel aufhören. Oh, unser Weg ist also klar. Wir müssen die Trommler erledigen. Ihr existiert gleich wieder. Ich muss mein Inventar leeren. Ich habe viel zu viel. Egal, was ihr droppt, ich kann es nicht mitnehmen. Versuchen wir es doch mit Vernunft. Was sind denn hier schon wieder für krasse Gewehre auf einmal? Das kann weg. Ach, das die sind markiert. Ach, was für eine so müsste ich eigentlich auch meine Knarre wiederfinden von gerade eben. Gut,
Zum Glück ist die markiert, so kann ich sie nicht aus Versehen verkaufen. Unglaublich, habe ich meine Waffe gerade eben weggeworfen? Also die mit den Raketen? Wenn die schon neu ist, einmal kurz gucken. Der ist besser. Glaube ich. Also meine Zauber werden stärker und meine kritische Treffer werden besser. Ich gucke erst noch, was der andere Automat hat, wenn ich schon hier bin. Das klingt auch nice. Also zumindest das erste. Ich vergleiche mal komplett. Ich hätte mir Spornhüterkraft. Kilomat bin ich eh nicht. Meine Kritzchancen wären wieder höher und mehr Schutzkapazität. Ich spiele zurzeit das Spiel solo, leider Gottes. Ich habe Kollegen gefragt, aber die wollten nicht. So, den neuen Ring gönne ich mir. Den alten verkaufe ich. Ja. Nur damit ich den nicht aus Versehen verkaufe. Also das Gute ist ja, die Knarre, die ich jetzt gerade hier habe, die hat ja unglaublich viel Munition. Die ich an einem Stück verballern kann. Aber ich war dann mit den Raketen besser. Sind die zielsuchend? Die sind teils zielsuchend. Keine Ahnung. Da werden mir immer vier verschiedene Leute angezeigt, obwohl drei da sind. Also ich kann dir nicht sagen, wer der zweite im Stream ist. Kann auch ein Lurker sein. Nee, dass du mir noch ein Tänzchen aufschießt, bevor du tot umfällst. Was für Leckerchen magst du überhaupt, hm? Blut? Jeder mag Blut. Alle sind gleich sauer, wenn ich ihn... Hier lang komme ich doch zum Lumpfdorf. Oder soll ich hier eigentlich hin? Was davon abnehmen will. Trimpften die Lymphe im Frontlager. Hier ist das Lumpflager. Bitte keine Armee. Ich sagte keine Armee. Böse. Ich finde das so cool, dass sie nochmal tanzen für mich, bevor sie sterben. Apokalypse sofort. Oh, ein Zombie-Pilz. Lese ich jetzt erst. Die Pilzgegner sind cool. Ich kann es kaum abwarten. Die Muni von der Waffe geht recht schnell leer. Hier oben habe ich noch gar nicht geguckt. Oh, ich höre den königlichen Gaul des Hinterns. Der hat einen komischen Namen, der Gaul. Den ich gerade meine. Da gab es einen König, der hieß Königin Arschgaul. Der war ein Kristallpferd. Und komischerweise der stärkste Charakter im ganzen Spiel. Nein, diese Mörserpilze, die mag ich nicht. Lasst mich. Ja, wieder Lymphe. Stärke im Überbar. Ich liebe es, Lymphe zu kloppen. Wo kommst du denn her? Tschüss. Das Gute ist, die Waffe muss ich nicht nachladen. Diese Komplimente sind zu viel des Guten. So gut bin ich gar nicht. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brich ihn auf. Was? Wo? Bitte? Gutes Timing, Fremd. Ein Schusser ist das andere. Sag mir, wo ist es? Seid auf der Hut, Leute.
nicht mehr, eure Brüder! Haltet euch nicht zurück! Oh, da oben ist was. Los, auf in die Schlacht! Es ist schön, den Schlümpfen beim Kloppen zuzugucken. Wie die sich gegenseitig wegdreschen. Hui! Das schaut man sich doch gerne an. Ich will da oben drauf, weil da eine Nachricht ist. Und vor allen Dingen, da ist das Ding, was ich kaputt schlagen muss. Ja, hab's auch geschafft. Na dann los, wirf die Zutaten für den Trank in die Suppe. Eldon findet meine Kräfte cool. Ich erstmal hier. In der Nähe ist. Pferde, Kutschen, Ambosse. Als ich ihn selbst hochhob, hat ihn ein Wivern. Das finde ich sehr nett, dass du den ganzen Tag auf meinen Stream gewartet hast. Das finde ich wirklich nett. Bah, Anfängerfehler. Ich beobachte dich von den Blättern aus. Ich höre, was du hörst. Nicht gruselig. So, wo ist der Topf, wo ich was reinschmeißen muss? Da. Darf ich dann auch mal probieren? Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Nein. Lass das. Was du da tust, ist... Ich höre auch immer wieder mir gerne diese Geschichten an, ne? Unterhalte uns. Nicht gruselig. Ich sag nur, dieser eine Bauer, ne? Der auf einmal eine Revolution anzettelt. Lecker. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß und so frisch wie möglich. Was mache ich jetzt damit? Ich habe den Annäherungswinkel und die Geschwindigkeit der kombinierten Vektoren berechnet. Die Anwendung des Trankes auf diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Okay. Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Also ich werde hochgeschleudert, wenn ich das Ding jetzt nutze. Hä? Der Pilz ist weg. Ich bin drauf. Ja, ich wurde hochgeschleudert und hatte kurz FPS-Einbrüche. Jetzt mach das Tor auf, damit wir dir helfen können. Ich brauche einen Moment. War das der Schlüssel zum Öffnen? Ja. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Wo sind die Lümpfe? Da! Heio! Einmal voll reinhauen. Ich will aus dem Wasser raus, weil es elektrisch geladen ist. Ich hab mich nicht gehört. Der hat gerade sogar Schlumpfine gesagt. Der hat definitiv gerade Schlumpfine gesagt. Das habe ich mir nicht eingebildet. Da stand zwar Lumpfine, aber der hat Schlumpfine gesagt. Keine Ahnung, das kommt manchmal in dem Spiel vor. Ja, der Kristall muss die Quelle der Blauhut sein. Und Gurgelrott benutzt ihn dazu, Lumpfine in eines dieser Dinger zu verwandeln. Hallo. Ich glaube, sie hat gerade Probleme. Da tritt mich doch ein Lumpf. Das sieht ganz schön übel aus. Aber ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Kristall säubern. Halte mir die Blauen vom Leib. Okay. Nichts leichter als das. Hui. Die tanzen auch noch mal, während sie sterben. Warum mache ich nicht einfach den hier? Dann können die doch gar nicht erst an den ran. Los, säuber den Kristall, säuber ihn! Jetzt wird er zum blauen Schlumpf, ne? Er wurde ein Blauer. Es tut mir leid, alter Lumpf. Es läuft alles nach Plan. Herrlich. Tja, Schlumpfine. Gurgelrott!
werde ich dich umbringen. Wie du willst, Tochter. So, diese Storyline, die ist göttlich. Hallo. Dich mache ich easy fertig. Warum hilft mein Pilzgefährt eigentlich nicht? Der Magietank ist wieder an. Ja, pups ihn weg. Ich weiß jetzt nicht, woran genau der gestorben ist. Aber den Loot, den gönne ich mir. So viel Loot. Rüstungsfarbe für Elefants. Oh. Wo ist es? Hier. Rot-Gold-Gewand. Zwei neue Rüstungsfarben. Guck ich mir noch an. Jetzt, wo Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht. Was kriege ich? Ich habe irgendeine Waffe bekommen. Ist das ein Raketenwerfer? Ich glaube, das ist ein Raketenwerfer. Ja! Hä? Sayonara! Ich habe eine gute Waffe gefunden. Mit der ich mich erstmal selbst in die Luft gejagt habe. Gut, dass mich mein Pilz auch hochheilen kann zur Not. Das einzig doof ist, der geht recht schnell leer. Nur 12 Schuss. Ich brauche mehr Munition für das Ding. Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwelken, oder? So, ich hab's eingesammelt. Karte, ich will mal einmal kurz gucken. Ist das hier eine Sackgasse? Ja, dann schaue ich mich hier eben noch um, weil hier ist doch 100 pro noch irgendwo ein Würfel. Also ich finde es cool, dass ich jetzt einen Raketenwerfer habe. Aber ich finde es uncool, dass er so wenig Munition hat. Da war keiner. Los! Kabum! Viel zu spät! Perfekt. Aus. Meins. Du hättest mehr mitbringen sollen. Dir schleudere ich jetzt noch fast ins Gesicht. Hat diesmal sogar funktioniert. Ist das ein Geheimgebiet? Nee. Das Gebiet ist weiter oben. Wie komme ich da dran? Wo komme ich hier hoch? Also, es kann sein, dass ich hier nirgendwo hochkomme, aber ich kann dir zumindest fragen. Das bezweifle ich. Tschüss. Irgendwer hat versucht, mich von hinten zu schlagen. Oh, Kiste. Ich sagte Kiste. Munition. Nein. Ah, ich sehe gerade, wodurch ich hochkommen würde. Okay, ein Scharfschützengewehr. Ein Feind, der den Pilz zum Opfer fällt. Oh, du hast mal ohne meine Hilfe irgendwen umgenietet. Lava-Pilz. So.
Die Frage ist, wo fängt der Spaß an? Wo kann ich den Spaß anfangen, hochzuhüpfen? Mit diesen komischen Springpilzen. Also ich habe gerade versucht, so ein bisschen in der Luft zu steuern, aber es ging nicht. Also wenn man mit diesen Pilzen durch die Luft geschleudert wird, man kann nicht gegenlenken. Ich fliege eine bestimmte Strecke. Und ich habe mich jetzt hier, glaube ich, mindestens 3-4 Mal umgeschaut. Ich finde keinen weiteren Pilz, womit man hüpfen könnte. Hallo, Riesenkobold. Gift und Eis, das überstehst du nicht. Mit dem mega furzenden Pilz. Der Magietank ist wieder voll. Jetzt müsste ich eigentlich, glaube ich, wieder mein Inventar leeren, oder? 33 von 42 wäre zumindest keine schlechte Idee. Einmal durchsprinten, ne? Ja, einfach durchsprinten. Sonst kann ich ja gleich gar nichts mitnehmen. Nebenbei immer danke für jeden, der einen Clip macht, ne? Also ich habe das gerade eben noch gelesen und vergesse mich zu bedanken. Weil ich habe auch noch so einen Clips-Kanal, da lade ich am Wochenende immer so von Datum her die Clips hoch. Den führe ich aber erst seit kurzem. Die kommen dann da ungeschnitten. Ja? Ich bitte dich um Hilfe, o Weber der Lieder, und bringst mir Heavy Metal bei? Du siehst schon so aus. Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schiff-Twist und große Explosion. Und den Respekt vor allen. Ich wollte so ein bisschen. Hier zum Musik widmen. Also ich dachte, er würde jetzt hier Musik machen. War schon vorbereitet. Meine magische Laute nicht mehr funktioniert. Was fehlt der Laute denn? Ich weiß nicht. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wohl schmaggelt. Habt sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Forstschlagfee gewonnen? Darf ich fragen, ob du schon mal versucht hast, die magische Laute zu spielen, statt sie als Knüppel zu benutzen? Voll die abgefahrene Idee. Genau deshalb bist du ein Held. Laute Solo! Du spielst sie falsch. Diese Kristalle sind böser als ich dachte. Sie entziehen dir bald die Seelenenergie. Und schicken sie zu mir zurück. Darum. Ach ja, der Dragon Lord, den man gerade sieht, das ist der Endbösewicht. Plötzlich greift eine Horde Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Und der, obwohl der eigentlich nur so ein Dungeon & Dragons Charakter ist, hat er sich trotzdem irgendwie selbstständig gemacht. Schön, dass ihr Rüstung habt. Hab genau die richtige Waffe dafür. Oh, der hat was Blaues fallen lassen. Das lässt sich gut verkaufen. Skelette kloppen, ja. Clip machen einfach hier auf dieses Symbol, was aussieht wie aus den Filmen. Ich weiß nicht, wie genau das Teil gerade heißt. Diese Filmklappe, die die immer ziehen. Oh, da ist ein Fass in meinem Gesicht explodiert. Das ist das Gegenteil von Respekt vor der Natur. Ich liebe dich, mein Pilz. Hey! Aus! Böse! Ich meine, Alt-X funktioniert auch. Also ich meine, das war der Shortcut. Müsste ich selber mal kurz ausprobieren. Nach dem Kampf. So. Ich probiere einmal selber mal kurz aus, ob das der Knopf war. Nee.
Ich hatte mal kurz ausprobiert, ob das die Tastenkombi war. Es gab irgendeine Tastenkombi für den Clip. Ich muss gerade überlegen, wofür ich meine Punkte jetzt verwerte. Am besten eigentlich alles in den Gefährten stecken, ne? Na gut, danach überlege ich. Ich brauche ein bisschen mehr Leben. Des Kristalls, wie in einem bösen Konkord, schlag es kurz und klein. Warum sind hier so viele von euch? Soldat der Korruption. Und das war meine Giftwaffe. Warte. Sofort. Ich muss nur irgendwie hier mein Inventar ein bisschen leerer kriegen. Soll ich solche Sachen kaputt machen? Kaputt. Sie hat angefangen zu vibrieren, als du den Kristall zerstört hast. Die Magie kommt zurück. Weiter so. Du spielst sie aber nicht wie eine Laute. Da vorne ist noch ein ich folge dir gleich. Der Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Siehst du? Das gefällt mir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Achso, das ist die Lady vom See. Weil es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ups. Jetzt siehst du dumm aus. Lasst mich durch! Das ist ein Notfall! Haut ab! Ich hab keinen Nerv für euch! Ich hab ein volles Inventar! Und das muss dringend weg! Ist das Schwert da besser als meins? Wenn ich hier so schon stehe? Mann! Ihr blöden Drecksviecher! Du fragst, wer hier gerade hat einfahren lassen. Es gibt nur eine logische Antwort. Genau deshalb bist du mein Liebling. Kann ich dich für ein bisschen Gewalt begeistern? Oh, der Schaden davon ist höher. Und die Crit-Chance. Ist aber ein bisschen langsamer. Aber meine Action-Skills-Height würde ein bisschen schneller rum sein. Mein Schwert ist, glaube ich, trotzdem besser. Ich habe nicht gesagt, dass du ein Zwerg bist. Es klang ein bisschen wie der Dragonlord. Nee, nichts Interessantes im Shop. Wenn da schon Geld liegt, Geld wird mitgenommen. Klatscherpilz. Ich hinterfrag die Namen nicht. Ein widerliches Spektakel. Aua. Ich will doch nur zu Talk. Eine Sekunde weggeguckt und auf einmal steht hier, wohin das. Ich mag die Knarre, ich muss die nie nachladen. Du stehst doch auf. Du auch. Steht alle auf. Böse, böse Pilze. Nur mein Pilz ist gut. Warum droppt ihr eigentlich so viele Skins? Und warum hast du gebrannt? Ich hab dich mit Eis vernichtet. Das ist eine Frage, die ich beantwortet haben will.
Mit Eis vernichten, aber brennen sterben. Die haben Spaß. Ich finde den Gehämmer gut. Guck mal, ein Pilz will sogar mitmachen. Ich meine Nebenquest, ohne es zu wissen. Das war nicht meine Absicht. Ich habe nur gesehen, da tanzen ein paar Kobolde rum und wollte wissen, was die da eigentlich machen. Im Moder die Zähne braucht. Eine Menge Zähne. Und hi. Wenn ihr so gut darin seid, irgendwelche Sachen aus uns rauszuprügeln, sollte das der doch genau schafft das schon. Sein, war das der letzte? Unheimlich ruhig. Also gehe ich davon aus, dass du dich um die Kobolde gekümmert hast. Ich bin nicht dein Knabe. Wenn bist du meiner. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Pilze was wunderschönes Gefühl gefunden. So wurde es mir gesagt. Von Schimmel bis Giftpilz wurden alle beklagt. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Könnt man machen. Der Pilz ist mein Knappe. Ich hüte ihn nur. Ich bin immerhin ein Pilzhüter. Entschuldigung, Sporenhüter. So, war das schon deine Nebenquest? Die Sammler sind verstummt. Können wir jetzt über Arkanensprengstoff reden? Oh, du suchst also nach der Lochzaubernadel, wie? Na, du bist aber etwas ganz Besonderes. Hör zu, Schätzchen. Wenn du den Zauber willst, musst du zu diesem Trottel Merby. Der wird aber nur mit dir reden, wenn du das Schwert extra Kaliber trägst. Doch sei gewarnt. Extra Kaliber. An was ist das eine Anspielung? Einen starken Willen und Bizeps. Einen starken Bizeps? Sieh mal, Lady. Ich habe mehr Kraft in meinem kleinen Servomotor als du in deinem ganzen. Alles. Ich werde sogar mein schwaches, dürres, unterernährtes Knäppleinköpfes mit dir aufnehmen. Oh, ist das so? Ja. Dann mal los, du harter Knochen. Jetzt muss ich kämpfen, oder? Easy peasy, ich mach die locker fertig. Aua. Auf einmal steht sie hinter mir. Ja, eindeutig eine Naruto-Anspielung. Da hat der Chat recht. So, tschüss. Besiegt. Eigentlich wollte ich diese Nebenquest nicht machen. Tritten it, die Zahnfee. Wo ist denn Claptraps Nebenquest überhaupt? Da hinten, da kann er sowas von knicken. Nicht heute. Da sag ich doch eindeutig eine Naruto-Anspielung. Lauf, Torg, lauf! Ich bin dicht hinter dir. Wir ignorieren einfach alle Pilze, die hier rumgeistern. Hast du gehört? Wir ignorieren sie. Wir missbilligen deren Existenz. Da oben ist doch bestimmt ein Würfel, wollte ich sagen, aber da ist nur eine Kiste. Ich hab nichts gesagt. Nee, ist schlechter.
Geld? Geld? Geld! Wenn man schon so bei Animes ist, ich habe letztens so ein Anime geguckt auf Crunchyroll, der hat hauptsächlich mit Pilzen zu tun. Sabikui Bisku hieß der. Den fand ich richtig gut. Wenn man schon so beim Thema ist. Also den kann ich empfehlen. Und passt sogar doppelt zum Thema. Anime war kurz ein Thema und wir sind hier in einer kompletten Pilzgegend. Ich darf noch mehr Teile kaputt schlagen, oder? Dann lernst du, wie man eine Laute spielt. Er wird besser. Meine Waifu. Hey, das ist super. Jetzt verstehe ich, warum sie das mag. Da müsste ich überlegen. Da gibt es so viele, die hier das Potenzial hätten. Als allererstes käme mir Holo im Sinn, weil die gut drauf ist immer. Aber leider Gottes auch immer viel zu schnell besoffen ist. Von Spice and Wolf. Mimosa von Black Clover wäre auch noch hier so richtig toll als eine Waifu, weil die auch so herzallerliebst ist. Und wenn ich einer auf die Nase kriegen würde, dann einfach Noel. Pilzduft des Untergangs. Rutschen und schnipsen. Wer schafft Böses hier? Oh. Kann man gut verkaufen. So, da muss ein Kristall kaputt gemacht werden. Ding hat echt so ein bisschen Auto-Aim. Endlich noch eine Stimme. Jedes Mal aufs Neue merke ich das. Lasst mich doch einfach vorbei. Ich muss was kaputt machen. Mikunakano. Der Name sagt mir jetzt gerade nichts. Wenn das von so einem Schulanime ist, die gucke ich nicht. Das wird nicht so mein Fall. Was ich übrigens auch immer gut finde bei Animes, irgendwie kann da keine Frau kochen. Und bringt mit ihrer Kochkunst eher den Hauptcharakter um, als mit all ihren Techniken. Das finde ich immer interessant. Ich frage mich jedes Mal aufs Neue, ist es irgendwie so ein Stereotyp, dass in Japan bzw. in Asien an sich die Frauen einfach null wissen, wie man kocht? Oder warum? Wir haben immer die Hauptcharaktere fast an dem, was die Frauen kochen. Dieser Erzmarke, der ist heftig. Aus. Aus. Ich hab nur noch ein HP. Einen. Mach das nicht da richtig kaputt. Gib mir einen Moment, mein Schild muss erst nachladen. Ich bin fast tot. Ich werf mal ein bisschen Müll weg, wenn ich kann. Das kann ruhig weg. Ich guck gerade, das bringt auch kein Geld. So.
Das wird mitgenommen und das wird mitgenommen. Und jetzt soll das Ding kaputt gehen. Wir schaffen es. Wir retten die Magie. Ich muss dich was fragen. Nur eine Frage. Magst du Explosionen? Warte. Das ist meine Antwort. Ich wusste es. Vielleicht hat uns das Schicksal zusammengeführt. Der hat mich gefragt, ob ich Explosionen mag. Ich muss ihm noch eine Antwort geben. Tina, was hast du da in der Hand? Och Gott. Das ist ein Böller, oder? Die hat einen Böller in der Hand in Real Life. Sie hackt doch irgendetwas aus. Wenn es das ist, woran ich denke, werde ich schreien. Böse! Woran bin ich gestorben? Ich hab ein mieses Gefühl. Wo bleibt der Sporenschrecken? Nebenbei ist hier irgendwas zum Verkaufen in der Nähe. Da ist irgendwas. Ich hab einen Grund, nochmal zurückzugehen. Was ist das? In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen das. Achso, das ist so ein Beschwörungsteil. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwecken, oder? Böse? Oh, nee. An dich erinnere ich mich. Dich will ich loswerden. Ich hab mich selbst hochgejagt, ja! Das war der letzte Schuss. Ich muss die Waffe wechseln, die ist eh leer. Ich kann mir vorstellen, dass Feuer gegen die sogar effektiv ist. Habe ich jetzt schon wieder eine Knarre weggeworfen? Nee, da ist sie. Autsch! Ich krieg doch bestimmt irgendwas dafür, dass ich das hier mache. Ich mag diese Pilzrufer nicht. Die machen so abnormal viel Schaden. Ah, meine kleine Schnittchenknolle schlägt wieder zu. Gut, dass es so leicht ist, sich zu retten, wenn man stirbt. Nehmen. Leben. Aua. Aua. Ich mag diese Scheißrufer nicht. Die sind fies. Die tun richtig doll weh. Ich bin schon wieder tot. Also ich weiß, dass ich mit wenig Leben zurückkomme, aber trotzdem. Diese Dinger sind mies. Ich habe wieder satt. Hallo. Ich sehe nur einen großen Pilz. Aua. Ein paar von den Kleinen soll ich leben lassen. Euch aber nicht. Die Dinger müssen sterben, aber instant. Jetzt fall um! Ich mach sogar die ganze Zeit nur Krits. Und der hat schon keinen Kopf mehr. Der Pilz fällt! Ja, der Pilz fällt. Ich muss mein Inventar leeren. Mein Inventar ist voll. Ich werf einfach mal alles Graue weg. Es wird schon funktionieren. Auch wenn ein bisschen was davon wertvoll ist. Ich denke mal, das blaue und grüne Zeug hier ist wertvoller. Teils. Das bringt 250, das bringt 250. Das hatte ich schon. Pilzduft des Untergangs. Ja,
Das denkt sich der Gegner wahrscheinlich auch immer. Da war noch einer! Böse! $291. Ich muss ein bisschen Geld hier mitnehmen. Muss gerade Prioritäten setzen. So, jetzt wieder Talk hinterher. Ich würde seine Mission gerne noch abschließen. Ich glaube, der Pilz ist schlimmer. Obwohl, der Pilzrufer ist schlimmer. Er ist immer schlimmer. Für deine Größe bist du erstaunlich tödlich. Ach, nee. Böser Pilz. Böse. Aua. Aua. Es tut weh. Ich will verhandeln. Schön, dass wir verhandeln konnten. Sollten sie mich nicht mehr kriegen. Ich hab's herausgefordert. Wo ist der Mörser? Ach, die können auch schießen. Ich dachte, die können nur schlagen. Deswegen bin ich extra auf den Pilz gesprungen. Hau ab. Ich kann auch prügeln. Ich habe 100 pro schon wieder einen Würfel übersehen. Hundertprozentig. Hier oben? Ist hier einer? Nee. Hätte ja sein können. Ist wieder ein Kristall zum kaputt machen, ne? Bitte sagt, dass es dann aber auch der letzte ist. Das Herz des Waldes liegt hinter diesem. Dein Explosionsriff, den finde ich gut. Der ist wunderbar fürs Ohr. Ich kann dich kaum hören, wenn hier alles explodiert. Die super heißen Nächte des Bösen riechen den Gestank des Heldentums und erheben sich. Oh. Komm, mach kaputt, Fass! Achso, Fass hat mich kaputt gemacht. Ich dachte, er würde noch explodieren. Hier gibt es Heilung. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist viel zu gering. Ich kriege immer meinen eigenen Tod nicht mit. Böse. Nein, aus. Töte den Bogenschützen der Verdorbenheit. Okay, das habe ich schon mal erledigt. So, wo ist deine Barrierewache? Achso, das war's schon. Ja, ich auch. Bin ich auch ein Fan von. Du umarmst gerne Quallen? Und das ist nur ein Teil vom Wald. Will man nochmal anmerken. Warte mal, wenn ich schon eine Schnellreise habe. Ach, hier ist auch was zum Verkaufen. Ich wollte gerade sagen, ich popp mich eben kurz zurück. Ach, Zeomorph lässt sich doch leicht aussprechen, finde ich. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, was man aussprechen könnte. Lieber nicht. Das macht meine Mission nur deutlich schwerer. Warum kann ich das nicht verkaufen?
anwerfen. Ich muss diese Last wohl noch eine Weile tragen. Grün auf jeden Fall alles weg. Das brauche ich nicht. Welches davon ist besser? Das hier, oder? Das hier ist zielgenauer und hat einen besseren Zoom. Ich muss nochmal einen weiter drauflegen. Das hat überhaupt einen Zoom. Der Zauber ist schlechter. Was bist du? Was zum Verkaufen? So, wenn ich es schon nicht verkaufen kann, dann machen wir es einfach so. Weg damit. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob da irgendwas für mich wäre. Die Waffe sieht cool aus. Die hat auch wesentlich mehr Power als meine jetzige. Und die hat Vampir drauf. Das heißt, wenn ich damit zuschlage, dann würde ich mich heilen. Die ist aber viel langsamer. Und die hat auch noch diesen Edge-Faktor, den ich so toll finde. Erstmal gucken. Wenn nichts Gutes ansonsten da ist, dann nehme ich das Schwert. Okay, bessere kritische Zauberchance. Das wäre generell besser. Zauberschaden wäre höher und meine Skillzeit, die wäre wesentlich geringer. Das Action-Skill ist halt dieser Wirbelsturm. Und das wäre eigentlich ziemlich praktisch, wenn ich den häufiger einsetzen könnte. Deswegen nehme ich den Ring. So. Markieren. Und den anderen, den kann ich verkaufen. Wo ist er? Da. Kann ja überprüfen, ob ich sonst irgendwie ans Geld käme, aber nein. Bosskampf! Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee! Die sieht auch so aus. Wow, die Todesfee. Jetzt schon. Ich finde das Ding hinter der Todesfee viel beeindruckender. Aua! Ich habe jetzt schon kein Schild mehr. Der hat Spaß. Wo ist sie? Um Gottes Willen, was ist das für ein Nebel? Aua. Oh. Ich muss aufpassen. Okay. Ausweichphase vorbei. Wieder Kampf aufnehmen. Warte mal, bin ich denn eigentlich komplett behindert? Wir können doch eskalieren. Nachdem ich geflüchtet bin. Pilz, herkommen! Ich brauch dich! Wo kommen diese Totenköpfe her? Spiel mehr Musik! Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, diese Geister kaputt zu machen. Aber zur Not kann ich mich mit denen hochheilen. Zur Not. Och nö, nicht das schon wieder. Okay, ich darf nicht in diesem Nebel sein. Dieser Nebel, der haut mir das Leben weg. Ich bin reingesprungen. Böse Fee. Okay, hab nichts mehr. Ich glaube, Feuer lohnt sich hier mehr. Hat auch nur eine ganze Magazingröße. Also bisher mochten die Viecher hier alle kein Feuer.
Zack! Kann's mit meinen Tornados spielen. Hier geht die Macht Giftfelder. Komm, jetzt fallen die um. Aua. Ach, der misst schon wieder. Nein. Aus. Böse, böse Fee. Ich hab sie besiegt. Oder? Nee, ich hab... ich dachte, wegen dem Level habe ich jetzt sie besiegt, aber ich habe das Level hab durch einen der Geister bekommen. Ich weiß nicht durch welchen. Jetzt verreck! Ja. Ich hab sie besiegt. Ja, und ich gönne mich auch sofort deren Loot. Kurz überlegen. Fähigkeitsschaden wäre ganz nice. Mehr Magazingröße, das wirkt sich nämlich, glaube ich, auf alle Waffen aus. Beeindruckend. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Oh, du tust mir leid. Das ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Böses! Du hast mir die Magie und die beste Freundin genommen! Ich werde nie wieder Raps spielen! Doch, du musst! Ich glaub an dich, Torg. Du musst weiter Riss spielen. Hey, ist da draußen jemand? Lass mich raus! Die dumpfe Stimme scheint aus einem Kristall in einem Käfig zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen... Die Frau Schleckfee wurde freigelassen. Aber erstmal... Okay. Der Zauber, den ich gerade gefunden habe, ist zumindest schon mal ein besser Donnerzauber. Das heißt, den behalte ich. Das behalte ich nicht. Das kann ich eigentlich auch verkaufen. Ansonsten jetzt nichts. Warte mal. Wie viele Raketen kann ich jetzt führen? Schieß mich frei! Verdammt! Werde ich jetzt noch nicht rausfinden. Ich habe übrigens nicht die Attribute vergessen. Nein. Das ist doch keine Fee. Dank deines Badass Riffs. Du bist wirklich ein Bartmacher. Und du... Ich kenn dich! Ich will nicht. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Du kennst mich? Also, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich bin die Faustschlagfee. Solange Magie in der Nähe ist, bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Daher der Name. Okay. Ich habe Helden gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schiff segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf. Okay, ich pass auf. Zippi, Zippi, Punchy, Magu. Du hast das Herz getroffen. Ja, ist meine Laute jetzt wieder auf voller Power? Verdammt richtig. Zupf mal dran. Oh, jetzt klingt die Laute richtig geil. So, hier rüber könnte ich jetzt wieder nach Prachthof, ne? Okay. Erstmal nach Prachthof. Ich habe einen Erfolg offenbar geschafft, weil bei mir oben rechts stand kurz was. Ich glaube, da stand bei euch aber nicht irgendwas hier mit Freundin des Waldes. Das innen war natürlich in Klammern. Okay. Holen wir uns diesen blöden Segen für das Schiff. Er ist nicht blöd. So sind eben die Regeln. Dann sind halt die Regeln blöd. Ich will doch einfach nur vorankommen. Oh oh. Die Gruppe spaltet sich. Was kann ich benutzen? Deine Geschichte scheint tot im Hafen zu treiben. Schicksal. Ich hab einen Bug. Ich kann irgendwas benutzen, was nicht da ist. So.
Ich will mal Munition auffüllen. Ich will einfach gucken, wie viele Raketen ich jetzt habe. 10% mehr sollten es sein. Nee, die Rakete... beziehungsweise den Raketenwerfer beeinflusst das nicht. Schade. Okay. Für einen Abend habe ich jetzt aber auch wirklich genug geleistet. War wieder interessant, der Stream. Beziehungsweise das Spiel. Immer wieder interessant. Das morgige Spiel wird bestimmt auch interessant. Da spiele ich Senran Kagura. Aber ich sag hier auf jeden Fall jetzt. Ciao und bis bald. Wenn es gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, bei Twitch ein Follow. Und ich gucke jetzt hier, an wen ich noch die Twitch-Zuschauer weiterleite. Ich mache es natürlich wie gestern. Irgendwie ein ganz kleines, eben kurz unterstützen. Muss nur eben kurz jemanden raussuchen. Ein Glas mehr Wasser nach dem anderen runterzukippen, um den Körper zu entschlacken. So, ich gucke hier gerade kurz die Liste der kleinen Streamer gerade durch. Die gerade streamen und gerade einen leichten Zuschauermangel haben. Und diese Person, die spielt etwas, das ich nicht kenne, also nehme ich sie. Oder er. Wartet. Hab's gefunden. Zu Teddy Cookie leite ich dann mal weiter. Die spielt irgendwas, das ich nicht kenne. Deswegen, let's go. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.